Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Und wir befinden uns mal wieder in meinem Wii U-Menü. Das passiert in letzter Zeit ziemlich oft. Das finde ich ganz cool. Abgesehen von Hyrule Warriors. Okay, also, wir spielen in nächster Zeit hoffentlich auch sehr viel mehr Fast Racing Neo. Wir haben den 10.12., ehrlich gesagt, ein bisschen später, als ich gedacht habe. Schon so 17 Uhr oder was, ist es erst im eShop erschienen. Denn ja, das Spiel gibt es nur im Nintendo eShop. Kostet praktischerweise 15 Tacken, aber Nordisk. Nordisk at all. Aber here we go. Ich frage mich, wo dieser kleine Preis irgendwo seine Rechtfertigung findet. Ich habe ja viele Trailer gesehen und habe mir. Also ich habe jetzt nicht schon direkt Streckenführungen auswendig gelernt und hast sie nicht gesehen. Aber okay, also es scheint, also es ist sehr minimalistisch gehalten vom Menü her, ja. Okay. Wir haben stinknormale Meisterschaften, das ist Mario Kart oder F-Zero Prinzip. Wir haben vier Strecken in einem Cup. Wir gucken da mal rein. Subsonic League, Supersonic League, Hypersonic League. Okay, müssen wir allerdings freischalten. Wir gucken uns das mal an. Cobalt Cup, Xenon Cup, Titanium Cup, Neon Cup. Okay. Ich denke, ich werde einfach als erstes so eine. Ich werde als einfach. Ja. Komm, wir spielen einfach den Cobalt Cup im Anfänger. Ich denke mal, davon wird es zwar einige Videos geben, aber. Moment, ich schau mal gerade später. Spaß ist halber. Es gibt einfach sonst noch das Zeitfahren. Der Hero Mode ist ein Singleplayer-Modus, ja. Mehrspieler und Online-Gaming. Was ihr denkt? Was macht man wohl im Mehr- und Online-Multiplayer bei einem Rennspiel? Also auf den Hero Mode bin ich ehrlich gesagt auch gespannt. Schlagerekord im Zeitfahren auf Hypersonic-Geschwindigkeit und neue Strecken freizuschalten. Ja, leck mich doch am Arsch. Okay. Alles klar. Im Zeitfahren gibt es Entwicklergeist-Daten, aber gut, dann können wir uns erstmal nichts anderes angucken. Das erklärt auch irgendwie die Reihenfolge, in der ich Let's Playen werde, weil ich war mir nicht wirklich im Klaren darüber. Okay, also fahren wir erst die Meisterschaften durch, schalten den Hypersonic-Mode frei, setzen uns ans Zeitfahren, oder ich setze mich ans Zeitfahren, vielleicht ist das Offscreen besser, dann muss ich nicht mich auf zwei Sachen fokussieren. Und dann holen wir uns im Hero-Modus ein paar, weiß ich nicht was. Es ist ein Singleplayer-Mode und ich muss anscheinend auch, so wie ich das verstanden habe, ich muss immer Erster werden, um im Hero-Mode weiterzukommen. Also anscheinend sind die Strecken dann so gestaffelt. Ich glaube allerdings nicht, dass es Story gibt. Denn, so wie ich das gesehen habe, kann ich mir nur Fahrzeuge und Strecken aussuchen, keine Charaktere oder sonstiges. Falls ihr Interesse an sowas habt, ich habe spaßeshalber mal den F-Zero GX Story Mode G-Let's Played. Weiß ich nicht, glaube ich, schaut man sich die Videos vielleicht in 2 Stunden durch oder so. Wir starten einfach mal im Cobalt Cup. Okay, cool, dann machen wir das. By the way, natürlich habe ich vor. Was ist das denn für geile Werbung auf der Karre? Und ja, natürlich habe ich vor, im Multiplayer in diesem Spiel ein wenig zu rocken. Falls ihr eine Wii U besitzt, meine YouTube-Kollegen und sonstigen Leute, die ich kenne und bla, und lasst euch einfach inspirieren und schaut doch einfach mal. Ich habe sehr große Lust, das im Multiplayer zu spielen. 4-Player-Blitzscreen, online sogar 8 Spieler. Okay, lass es doch mal sehen. Hab ich eine. Okay. Bliss. Ja. Der sieht schon ziemlich geil aus. Ich stehe ja insgesamt auf so lange Karren. In F-Zero GX stand ich sehr auf Aran Tiger und Sonic Phantom. Es gab zwar ja auch diese Custom-Made-Viecher, aber ich nehme... Okay, Moment. Zero hat geile Beschleunigung, aber wenig Geschwindigkeit. Schade eigentlich, denn der Name gefiel mir sehr.
ich finde auch die technischen Details in den Viechern super cool. Das sieht eigentlich aus am Heck wie so ein freiliegender Kettenantrieb, was ich ziemlich nice finde. Hier die Düsen links und rechts bei Bliss finde ich auch ziemlich cool, denn es gibt wie in F-Zero, wie es aussieht, mit den Schultertasten. Und ja, ich benutze meinen trusty Pro Controller, weil das funktioniert. Das scheint recht ausgeglichen zu sein. Das hier scheint gut auf Geschwindigkeit. Lass uns erstmal die Anfängerstrecken. Also normalerweise sollte man vielleicht auf Beschleunigung gehen, aber... Nö. Normalerweise sollte man am Anfang vielleicht auf Beschleunigung gehen, ja, aber irgendwie nö. Okay, lass mal sehen. Phase wechseln. Beschleunigen, bremsen. Nach rechts lehnen, nach links lehnen. R ist Turbo. L ist ebenfalls Phase wechseln. Okay, alles klar. Also ja, nach links und rechts lehnen, dieser typische X oder L, um die Phase zu wechseln. Ja, okay, das ist cool, das ist kein Problem. Lehnen und gleichzeitig Turbo wird allerdings wohl schwierig. Ja, und mit Y machen wir gar nichts. Subsonic Leap, okay. Scorpio Circuit, und das ist ja jetzt mal definitiv so ein F-Zero-Feeling. Oh, ist das nice. Okay, es gibt allerdings einen Turbo-Start im Gegensatz zu F-Zero. Okay, nice. Salut. Alles klar, okay. Fühlt sich relativ tight an, okay. Aber das Kurvenlehnen ist definitiv wichtig. Whoops. Okay. Wir sind Zehnter. Alles klar. So, folgendes. Phasewechsel. Tada, wir sind entweder rot-orange. Wow, hallo Leute. Oder wir sind blau. Das funktioniert ja wunderbar. Der Punkt ist, die entgegengesetzte Farbe zieht uns dann natürlich nach unten. Unsere Farbe beschleunigt uns. Wir haben auch direkt... Oh, alles klar, servus, da bin ich. Wir haben auch eine leicht crashende Version von Boost. Ich würde jetzt einfach mal... Komm, hier. Oh ja, Mann, ich kann den Boost gedrückt halten. Oh, ist das geil. Okay, also das Spiel ist definitiv so ausgelegt, dass ich Sonic technisch durchboosten kann, was mir sehr gefällt. Also brauchen wir irgendwo die richtige Balance zwischen... Wir brauchen definitiv irgendwo die richtige Balance zwischen Kugeln sammeln und Phasenwechsel. Phasenwechsel erinnert mich persönlich sehr an Ikaragua. Was allerdings zwar ein Shooter-Game ist, aber es hat auch auf schwarzer und weißer Energie basiert und entweder hat man die Schüsse dann abbekommen oder absorbiert. Okay, das sieht sehr nice aus. Wir haben es auch irgendwie durch konstant geradeausfahren geschafft, Erster zu werden, aber hey, es ist halt die Subsonic League. Ich pendel hier zwar immer noch so ein bisschen durch die Gegend, aber ich finde eigentlich, so als F-Zero-Veteran stelle ich mich gar nicht so doof an. Okay. Palas. Die Tastenbelegung würde ich persönlich ändern, muss ich sagen. Verzeihung? Hä, das ist meine Führung, Mann. Das war meine Führung. Oder, warte mal, okay, hier, so. Ich konzentriere mich mal. Ich würde in meinem ersten Rennen schon gerne Erster werden. Das ist so ein kleiner Ego-Push. Okay, das ist echt nice. Das ist sehr nice, aber es ist schwierig. Okay, Moment mal. Ah, shit. Schon. Ich will den Herrn da vorne noch kriegen. Fuck, das ist mies. Gib mir das, du Hurensohn. Ah! Sweet! Danke sehr! Alles klar, okay.
Nice, okay, und der Ansager erinnert mich ebenfalls sehr an F-Zero GX. Folgendes. Ich glaube, es ist ein wenig anderer Filter, aber es könnte sogar dieselbe Person sein. Würde mich nicht wundern, denn sehr viele Leute... Bliss LLP. Oh, übrigens, schaut mal, wer als Zweiter ist. Es gibt das Fulcan Capital. Es gibt also den Gleiter, Fulcan Capital. Und das ist nicht die einzige F-Zero-Hommage. Also ich finde, der Soundtrack ist eher ähnlich. Und die erste Strecke, direkt Ventilator, Tube, Pipe, Shit, Thingy. Ja, auch mega cool. Sogar Teile des F-Zero GX-Teams haben anscheinend mitgearbeitet. Okay, das sollte... Oh, das sieht geil aus. Bitte lass mich durch diese Eiszapfen durchboostern können. Also ja, Teile des F-Zero GX-Teams haben mitgearbeitet an dem Spiel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Publishing-Probleme gab oder ob sie Fast Racing Neo jetzt erstmal so nach vorne schmeißen, um später zu sagen, alles klar, das Genre funktioniert auf der Konsole, jetzt machen wir einen F-Zero, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was genau da... Oh, übrigens, bei den Jumps brauchen wir auch die richtige Phase, ansonsten sind wir am Arsch. Wie ihr seht gerade, ja, genau. Leck mich doch, so. Das ist echt super sweet. Ich brauche übrigens... ich brauche ein bisschen Feedback von euch. Wie das mit dem Soundtrack und meiner Stimme funktioniert. Ich finde den Soundtrack jetzt schon super scharf. Und würde gerne... Das hört sich so ein bisschen... Das hört sich so ein bisschen an wie Pendulum. Das ist echt cool. Also auf jeden Fall... F-Zero Next Level. Die Controls... sind von der Tastbelegung her ein bisschen anders, aber sehr instinktiv F-Zero. Finde ich richtig nice. Ich kann auch nach oben und unten steuern beim Fliegen, um meine Flugdauer halt zu verlängern oder um möglichst schnell... auf den Boden zu kommen. Obwohl mir die Erfahrung aus dem F-Zero-Game eigentlich gelehrt hat, den einfach in einer Flugbahn zu lassen. Sweet. Okay. Wir sind aber schon 13 Minuten drin. Ich denke, ich werde einen Cup pro Video. Was hat mich getroffen? Was? Ey, du Hurensohn! Ey! Ja, mit dir rede ich, du Lappen! Meine Strecke! Meins! Meins! Ah. Ups! Was ich ganz geil finde, also sagen wir es hebt den Spielfluss, nicht die Schwierigkeit, ist, dass unser Boost nicht mehr mit unserem Schild verbunden ist, wie in F-Zero. Die Karre gefällt mir sehr. Gerade diese Formel 1-Schnauze ist ziemlich cool. Und wir haben einen Rivalen, Fulcan Capital. Ist, okay, cool. Nett. Wenn du Turbokugeln einsammelst. Okay, wir haben einen Namen. Wir haben einen Namen dafür. Es sind Turbokugeln. Okay, das sieht... Oh, cool. Das sieht echt aus wie Big Blue. Dass sie da einen Handelshafen draus gemacht haben. Oh, wie cool ist das mit den Möwen denn? Dass sie da einen Handelshafen draus gemacht haben, finde ich ja jetzt mal richtig, richtig nice. Erinnert mich ein bisschen an... erinnert mich ein bisschen an den Flughafen in Mario Kart Wii U. Aber ja, das ist
definitiv ein Big Blue Level und super cool. Die ganze Grafik ist insgesamt unglaublich schmuck. Das Spiel läuft auf sagenhaften 60 FPS HD auf der verdammten Wii U und Wii U only. Und ich bin in Total Boner Mode gerade. Und wir haben gerade eine Abkürzung verpasst, die ich gesehen habe. Nice! Abkürzungen in so einem Spiel. Richtig geil. Gischt, an der wir... Oh, ist das... Überraschend! Und dass wir den Boost komplett durchgedrückt halten können, ist der Hammer. Ich bin absolut blown away. 15 Euro. Unglaublich gut investiert, Leute. Autsch! Autsch! Ah, das muss richtig Schmerzen gehabt haben, das Ding. Ah, jetzt aber, komm. Ah, yeah! Ah, ah, ah. Ist das scharf? Ist es einfach überscharf. Ah, leck mich. Knall doch gegen so eine Box. Vor allem können wir einfach Boost gedrückt halten. Ja, Mann. Und der fängt automatisch an. Wenn wir ein Kügelchen einsammeln. Blown away. Total klasse. Absolut klasse. Als i-Tüpfelchen so ein LED-leuchtenden Controller zu haben, ist dann übrig. Also, keine Ahnung, ob es für euch was ausmachen würde. Ich find's scharf. Wenn der Controller. Okay. Wenn der Controller jetzt Farben wechseln würde wie die Karre, wäre cool. Wäre scheiße cool. Dann mache ich hier ein. Meine scheiß Beleuchtung aus und dann bin ich in Total Party Mode. Ich sollte dann vielleicht noch nicht aufnehmen mehr. Was? Okay. Die Namen der Strecken, ehrlich gesagt, so egal. Und auch, dass ich nur slightly lenken kann mit den Schultertasten, ist exakt F-Zero-like. Und das hier ist sowas von Shotgun Kiss, das Casino Palace. Dieses Split Oval, wo ich gerade durchgefahren bin, ist definitiv Casino Palace. Ist das geil. Es macht unglaublich viel Spaß, als F-Zero-Fan hier durchzuballern. Oh mein Gott. Ist das geil. Es macht unglaublich viel Spaß, als F-Zero-Fan hier durchzuballern. Und es fühlt sich einfach an wie ein Party-Remix von diversen F-Zero-GX-Strecken. Weil diese Passagen hier gerade sind... Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Oh, ich bin ein schlechter Fan. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aeropolis. Danke. Danke, Jungs. Aeropolis. Definitiv. Ist das super cool. Okay, mein persönliches Achievement dieses Jahr noch. Ich möchte das spielen. Ich würde jetzt sagen auf dem Trip, aber nein. Ich würde das gerne spielen. Und zwar wirklich betrunken mit mehreren Leuten. Und dass jemand durch diese Motion Sickness, die manche Leute haben, bitte kotzt. Auf Kamera. Das wäre... Das... Holy fuck. Das wäre ziemlich lustig. Und... Okay.
Okay. Ich versuche sehr oft mit X zu boosten. Leider noch. Hör auf mich zu rammen, du Lappen! Ich meine, es ist absolut gerechtfertigt, den Phasentausch auf X zu setzen. Denn ich benutze den Phasentausch auf der Schultertaste gar nicht. Denn wie will man denn Phasen tauschen, wenn man noch driftet? Ich weiß, es gibt solche Japaner-Skill-Leute, die mit Zeigefinger und Mittelfinger die Schultertasten bedienen. Beide gleichzeitig. Aber hey, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Autsch! Ernsthaft? Du hast mich gerade gestepjumped, du kleiner Hurensohn? Ist ja unglaublich. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Achso, ist noch gar nicht das Ziel. Schade. Schade. Aber auf jeden Fall. Silver Core. Okay. Also es sieht eher so aus, als wenn die mehrere Wagen, benannt sind nach Firmen. Also wirklich wie beim Formel 1. Das ist ziemlich cool. Okay. Keine Fahrer. Die Hintergrundgrafiken auch, ja, ein bisschen schmaler. Aber hey. Ist erster in der Cobalt Subsonic Liga geworden. Alles klar. Neues Fahrzeug freigeschalten. Spark. Wow, das sieht schick aus. Das sieht sehr schick aus. Sweet. Aber ich fürchte, wir müssen im Subsonic... Ah, cool. Prozentual Completeness. Nice. Aber ich fürchte, wir müssen im Subsonic Cup alles durchsetzen. Das heißt, die ersten vier Folgen, Subsonic League, alle vier Cups, die ersten vier Folgen. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Ich werde das jetzt erstmal weiter praktizieren. Die nächste Folge gibt es, ich denke, Fast Racing Neo wird sich mit Hyrule Warriors abwechseln müssen. Ja, oder vielleicht auch mit Xenoblade ab und zu, je nachdem, das sind meine aktuellen drei Projekte, Hyrule Warriors, Xenoblade, Fast Racing, Neo, ich werde mit denen so ein bisschen durchjonglieren. Aber das ist verdammt scharf. Muss ich sagen, das ist verdammt scharf. Oh nein, wisst ihr was, ich habe gerade entschlossen, Xenoblade kommt heute dann doch nicht... Wir machen eine Doppelfolge Fast Racing Neo. Habe ich gerade entschieden. Okay, dann hier. Click away. Ja, doch, genau. Diese Seite. One click away. Ihr könnt trotzdem zwischen diesen beiden Klicks gerne liken, abonnieren, kommentieren, teilen. Ganz wichtig, okay? Teilen. Oh, Mann, ich habe fast vier erste Plätze. Egal. Ich habe da gerade Ehrgeiz dran. Abgesehen davon gibt es noch Facebook und Twitter. Also, schaut doch da mal vorbei. Und ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß auf YouTube und oder unserem Kanal. Wir sehen uns gleich. Ciao!